Ja, dann herzlich willkommen in die Runde zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Die sportlichen Infos gibt es gleich von Christian Eichner. Von mir gibt es kurz vorab noch Infos zu unserem Fusionsspieltag. 70 Jahre KSC-Jubiläum wird gefeiert. Gibt immer noch den Sonderpreis 19,52 Euro Tickets auf der Nordtribüne. Es wird einen traditionellen Kalender geben. Es gibt ein paar bunte Aktionen rund ums Spiel. Es gibt auch noch ausreichend Tickets, denn aktuell sind 17.300 verkauft. Und wir können bis zu knapp 26.000 Zuschauer und Zuschauerinnen diesmal begrüßen. Würden uns freuen, wenn der eine oder andere sich noch ein Ticket sichert. Und das Sportliche gibt es jetzt von Christian Eichner. Ja, hallo nochmal zusammen. Ja, die Trainingswoche ist oder kommt dem Ende entgegen. Die englische Woche steht vor der Tür mit zwei Heimspielen in der Liga, auf die wir uns wirklich riesig freuen, weil sie einfach auch eine Rückmeldung wieder an uns sind, wie das Leistungsniveau gegen solche Teams dann auch aussieht. Wir treffen auf zwei Mannschaften in den nächsten 8 Tagen. Die wahrscheinlich am Ende einen der 3 Plätze oder da sicherlich ein Wörtchen mitreden werden in dem Ausgang der 3 Plätze. Dazwischen ein interessantes Pokalspiel, unterschiedliche Wettbewerbe und ich glaube, da steht eine spannende Woche vor der Tür, die wir natürlich maximal für uns nutzen wollen, sowohl von der Leistung als auch natürlich im Optimalfall vom Ergebnis. Vom Personal her gesehen ist es so, dass wir ich glaube, das ist ja bekannt durch die Pressemitteilung, ja auch die letzten Tage auf Marcel Franke verzichten werden. Morgen oder am Samstag besser gesagt. Ansonsten ist es so, dass das Effe noch fehlt mit seinem Kreuzbandriss. Und ja, wir sicherlich noch mit Philipp Heise momentan jemanden haben, der ein bisschen muskulär angeschlagen ist, wo wir einfach noch schauen müssen, wie er jetzt die Geschichte gestern verkraftet hat. Und da haben wir aber noch 48 Stunden Zeit, um da eine positive Meldung dann auch zu verspüren. Ansonsten ist Lucas Cueto wieder zurück im Training ohne Probleme, der dann auch wieder ein Kandidat sein kann für den Kader, sodass wir wirklich nach und nach jetzt alle Mann an Bord haben und ja, dadurch auch gleiche Dinge wie letzte Woche wiederkehren sind, dass es auch, was den Kader anbelangt, sicherlich schwierige Entscheidungen geben kann. Vielen Dank, Eiche. Dann sind wir bei euren Fragen aus der Runde. Die Kollegen stehen mit dem Mikro bereit. Marius Bücher von dem BNN macht den Anfang. Christian, du hast Marcel Franke angesprochen, der fehlen wird am Samstag. Wenn wir nur mal das rein Sportliche betrachten, wie schwer wiegt der Ausfall von ihm, der jetzt immer gespielt hat in dieser Saison bisher? Und was sind so deine Überlegungen, das ganze personell dann aufzufangen? Ich glaube, wir sollten da einfach mal weg vom Sport gehen und auch von der sportlichen Bewertung, was ich natürlich logischerweise die Frage dennoch nachvollziehen kann, wenn wir uns dann daran anknüpfen, wer dafür in Frage kommt. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine großartige Aktion von dem Spieler Marcel Franke beziehungsweise auch von dem Mensch Marcel Franke, die, glaube ich, so wie ich das auch bundesweit diese Woche vernommen habe, auch großen Anklang gefunden hat und eine große Vorbildfunktion von ihm da auch eingenommen wird. Das ist wirklich von Anfang an ein extrem großartiger Dialog gewesen, auch zusammen mit uns Verantwortlichen, mit dem Club an sich. Für uns war sofort klar, dass wir da total unterstützend dahinterstehen. Und das ist wirklich eine großartige Sache, die Marcel Franke da heute dann auch hinter sich bringt. Dennoch ist es so, dass wir am Samstag natürlich 11 Mann auf den Platz schicken werden. Und da ist es so, dass vordergründig Christoph Kobal und Florian Ballas in Frage kommen. Den nicht beiden auch. Klar, das ist jetzt für euch wahrscheinlich logisch, wenn ich das mache, aber das mache ich auch wirklich gerne und mit Überzeugung beiden ein großes Kompliment aussprechen muss für ihre Leistungen die letzten Wochen. Jeder hat so seine eigene Historie. Ist nicht ganz so einfach gewesen für Florian Ballas beispielsweise, der kam und sollte direkt eigentlich spielen und hat dann auch die ein oder andere körperliche Geschichte noch gehabt mit Nachholbedarf und dann auch sich verletzt bei der ersten Einwechslung gegen Magdeburg. Und da auch keine leichte Anfangszeit gehabt.
Und auf der anderen Seite Christoph Kobalt, der ja, sicherlich auch eine schwere Rückrunde hatte insgesamt, wo leistungsmäßig nicht optimal war, der dann auch noch sich schwerer verletzt hat, aber sich richtig rausgekämpft hat jetzt. Und dafür gilt beiden einfach erstmal ein Kompliment, weil es nicht so ganz einfach ist, weil man immer wieder über Franke und Ambrosius redet, die das auch verdient haben, logischerweise aufgrund ihrer Leistung. Aber da gibt es auch ein paar Jungs dahinter, die einen richtig guten Job gemacht haben. Dazu zählen beide. Und deswegen wird es ja, für mich als Trainer eine extrem schwere Entscheidung am Samstag werden. Das Positive ist, dass ich aus zwei Spielern sicherlich wählen kann, wo ich überhaupt nichts falsch machen kann. Aber klar ist auch, dass ich einen Spieler enttäuschen werde am Samstag. Aber das ist Teil des Jobs, das gehört dazu. Und dann gilt es, das einfach wieder gut zu moderieren und gut zu kommunizieren. Nils Bohl für die DFB. Genau an der Stelle würde ich gerne anknüpfen. Was wird denn den Unterschied machen? Also wirst du den Spieler wählen, der den fitteren Eindruck macht oder der besser passt eben jetzt für das Wochenende? Oder was ist der Punkt? Ja, das Gute ist wirklich, dass beide Spieler mir positive Dinge in den Container bringen können. Unterschiedlicher Fasson, Baller, der einfach diese 200 Zweitligaspiele, die sehe ich inzwischen im Training durch seine körperliche Fitness, die zurückgekehrt ist. Er deckt einfach alle Bereiche ab, die so ein Innenverteidiger in der zweiten Liga, wie man sich so vorstellt, bringt auch eine gewisse Statur mit, die sicherlich nicht unwichtig sein könnte am Samstag. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass Christoph Kobalt richtig gestärkt aus seiner Verletzungszeit rausgekommen ist und an sich sehr, sehr gut gearbeitet hat. Und ich glaube, gerade auch in der Vorrunde letztes Jahr bis zu ja, den ein oder anderen Umbauarbeiten in Anführungszeichen in der Viererkette, die uns sicherlich damals unabhängig vom Personal, sondern die dann da reinkamen, sondern wir hatten da eine extrem stabile Phase und das ist dann einfach so, dann gab es die ein oder andere Verletzung und das tut einer Kette an sich nicht gut, wenn du öfters wechselst. Und gerade zu der Phase war er in einer überragenden Verfassung und da müssen wir gucken, dass wir ihn da wieder hinbekommen. Und Kobi bringt auch alles mit, was ein moderner Innenverteidiger heute haben muss. Und deswegen wird es sicherlich eine Entscheidung, wie sie mein Kapitän mal vor ein paar Tagen irgendwo in einem Interview gesagt hat, die der Trainer dann ab und zu einmal aus dem Bauch heraus irgendwo an der Baustelle in Pforzheim mal wieder treffen wird. Gibt es weitere Fragen? Harald Linder, danach Maurice Bücher. Wenn wir schon beim Personal sind, falls Philipp Heise nicht spielen könnte, sein natürlicher Backup ist ja der Kilian Jakob, aber du hast ja jetzt im letzten Spiel den Markus Tiede auf diese Position gestellt, als Philipp Heise rausging. Ist Tiede eine Überlegung, wenn Philipp nicht kann? Ja, auf jeden Fall. Also jeder der Außenverteidiger, die im Kader sind eine Überlegung. Das war jetzt sicherlich kein leichter Moment für Kilian Jakob am Freitagabend. Haben wir auch kurz logischerweise darüber gesprochen dann Anfang der Woche, aber es ging mir einfach darum, dann die Seite zu schließen mit jemandem, der in diesem Bereich eine extreme Kompetenz hat in puncto Zweikampfstärke und Galligkeit. Und man hat ja auch gesehen, beim Gegner kamen nochmal kleine, wuselige Spieler rein, die das 1-1 suchen. Und da ist Marco Tiede einfach einer der Besten im Kader. Und dass die Außenverteidiger heutzutage eigentlich nahezu beide Seiten bedienen können. Also Philipp Heise vielleicht weniger, der will das auch gar nicht, aber Marco Tiede beispielsweise, der kann diese Kompetenz auf beiden Seiten einbringen und deswegen war das für mich in dem Moment eine Entscheidung für Marco Tiede, aber wenn Philipp Heise nicht spielen könnte, ist Kilian Jakob eine Option logischerweise, aber auch Marco Tiede. Wenn wir mal auf den Gegner schauen, Christian, die Darmstädter, wenn wir so ein bisschen in die Historie gucken, hatten so eine turbulente Phase hinter sich mit Durchmarsch in die Bundesliga, dann wieder Abstieg. Jetzt die letzten Jahre haben sie sich gefestigt in der zweiten Liga und sich so peu à peu nach oben gearbeitet. Ist das so eine Mannschaft, wo du sagen würdest, dient auch so ein bisschen als Vorbild für euch, wo ihr euch vielleicht auch seht in ein paar Jahren? Ich meine, in Sachen Stadionbau gibt es ja schon mal eine Parallele auf jeden Fall. Ja, ich kann da eigentlich mitgehen, dass es einige Parallelen gibt zwischen beiden Clubs.
mal losgelöst von unserem Club oder von unserer Mannschaft, ist es so, dass wenn ich auf Darmstadt blicke, sehe ich alle Zutaten, die eine Mannschaft benötigt, um am Ende in die erste Bundesliga aufzusteigen. Das hat Thorsten Lieberknecht letztes Jahr schon, glaube ich, nach dem Rückspiel nicht gern gehört von mir. Aber ich werde ihm das am Samstag nochmal sagen, dass ich da nicht ganz Unrecht hatte. Aber er wusste das wahrscheinlich zu der Zeit auch schon. Aber da ist Erfahrung auf dem Platz, da ist Tempo auf dem Platz, da ist Körperlichkeit, Robustheit auf dem Platz. Da sind ein paar Jungs mit einer großen Spielintelligenz dabei, die aber auch wissen, mal eine schärfere Klinge auch und total wertschätzend gemeint dann auch zu spielen auf dem Platz, was Robustheit und Galligkeit im Zweikampf anbelangt. Ich sehe auch ein paar Typen. Gefällt mir sowieso immer gut. Unterschiedlicher Bereich. Der Torwart ist ein positiv Verrückter, den ich selber noch kenne. Ich denke an Tobi Kempe beispielsweise. Auch Melem ist für mich ein Typus, der immer unangenehm zu spielen ist. Tietz vorne drin. Also sie haben auch so eine Achse, ohne da jetzt jemanden zu vergessen. Da muss ich echt sagen, ist eine großartige Entwicklung vonstatten gegangen. Aber das haben wir, glaube ich, auch. Einige dieser Dinge und auch eine gute Entwicklung, die Mannschaft gegangen ist jetzt die letzten Wochen, und deswegen erhoffe ich mir, dass dieses Spiel das verspricht, was es so ein bisschen vom Rahmen auch, wenn ich mal raustreten würde aus meiner Trainerrolle, würde ich mir schon eine interessante Partie versprechen. Und dann vielleicht auch nochmal der Aufruf an den einen oder anderen, der noch keine Karte hat, diese Mannschaft hätte die 2 davor verdient am Samstagnachmittag. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann vielen Dank für die Teilnahme und bis Samstag. Ciao zusammen.